Die Business-Fragen OG plant den Kauf einer neuen Maschine für Euro 250.000. Der Kaufpreis wird zur Gänze über ein langfristiges Darlehen finanziert. Verbuchen Sie die Aufnahme des Darlehens. Und auch hier wieder braucht man wieder unsere vier Schritte. Welche Konten benötigen wir? Wir brauchen einerseits einmal das Kreditkonto, weil wir nehmen ja hier ein Darlehen auf in Höhe von 250.000 Euro und dementsprechend brauchen wir eben ein Konto für das Darlehen und im Regelfall wird das Darlehen auch auf das Bankkonto überwiesen, also ausbezahlt und dementsprechend brauchen wir auch das Bankkonto. Das heißt, wir haben einerseits einmal das Bankkonto. Hierbei handelt es sich um ein Aktivkonto, weil wir wissen, das Bankkonto oder unser Bankguthaben finden wir im Umlaufvermögen, also in der Aktiva einer Bilanz und das Darlehen. Hierbei handelt es sich um eine Schuld gegenüber einem Kreditinstitut und die Schulden finden wir auf der Passiva, in diesem konkreten Fall beim Fremdkapital, weshalb hier von einem Passivkonto gesprochen wird. Vielleicht an dieser Stelle auch noch, häufig wird anstelle des Darlehens das Konto als Verbindlichkeiten gegenüber von Kreditinstituten bezeichnet. Das ist dann natürlich auch vollkommen richtig, wenn Sie dieses Konto bebuchen, ist immer ein bisschen abhängig vom jeweiligen Kontenplan, welcher herangezogen wird. Dann müssen wir uns nur überlegen, handelt es sich um eine Mehrung oder eine Minderung? Wir bekommen 250.000 Euro von unserer Bank auf das Bankkonto überwiesen und deshalb haben wir hier eine Mehrung auf dem Bankkonto. Das heißt, wir haben einmal ein Aktivkonto, das vermehrt wird. Und eine Vermehrung eines Aktivkontos wird im Soll gebucht. Und das Darlehen, wie gesagt, ist ein Passivkonto und auch hier werden unsere Schulden mehr, weshalb wir auch hier von einer Mehrung sprechen. Und eine Mehrung eines Passivkontos wird im Haben gebucht. Und auch an dieser Stelle braucht man nicht lange rechnen, da wir hier ja 250.000 Euro als Kreditbetrag haben. Das heißt, der Buchungssatz lautet dann Bank an Darlehen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 250.000 Euro. Und auch hier wieder kurz die Darstellung in D-Kontoform. Das heißt, unser Bankkonto, unser D-Konto Bank wird um 250.000 im Soll bebucht und unser Darlehenskonto wird im Haben mit 250.000 Euro bebucht.